Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal Image vorstellen und euch zeigen, wie ihr das Ganze auf Android installieren und einrichten könnt. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Doch zuerst eben mal, was ist Image überhaupt? Image ist laut eigenen Angaben eine hochperformante, selbstgehostete Backup-Lösung für Fotos und Videos. Vergleichbar ist Image mit Google Fotos, nur eben selbstgehostet. Kurz zusammengefasst ist Image eine Weboberfläche, die eine Sammelstelle für Fotos und Videos bietet. Hier können auch mithilfe von mobilen Apps ganze Galerien vom Handy in Image synchronisiert werden, somit sind die Fotos immer sicher gespeichert. Image unterstützt mehrere Benutzer, verschiedene RAW-Bild- und Videoformate, API-Schlüssel, öffentliches Teilen über Links, Sortieren nach Metadaten, Objekten, Gesichtern und mehr und ist somit im Großen und Ganzen eine wirklich praktische Möglichkeit, seine Fotos und Videos sicher zu speichern und zu sortieren. Das soll jetzt die Übersicht über Image gewesen sein und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze auf Android installieren und einrichten könnt. Bevor wir jetzt mit der Installation auf Android beginnen, erstmal noch der Hinweis. Erstens, die GitHub-Page von Image habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, also die README-Datei hier auf Deutsch. Da seht ihr übrigens auch nochmal eine Übersicht von den Funktionen. Ich habe gerade nicht alle genannt, weil es sind schon echt viele. Und seht hier eben noch weitere Punkte. Dann beginnen wir jetzt mit der Installation. Einmal hier im Android Apps Tab angekommen, müssen wir zwei Dinge installieren. Denn Image benötigt zwei Datenbanken. Einmal Redis und PostgreSQL. Und Redis können wir direkt im Image-Container mit einfügen. Heißt, da müssen wir keinen zusätzlichen Docker installieren. Postgres müssen wir aber installieren. Deswegen geben wir einfach mal Image ein. Installieren hier PostgreSQL. Unterstrich Image von Space Invader 1. Und hier klicken wir jetzt auf Install. Und jetzt müssen wir hier noch was Wichtiges beachten. Denn ich habe euch jetzt folgende GitHub-Seite. Das ist eigentlich auch die GitHub-Seite von Image, nur halt eben eine Docker Compose Production YAML-Datei. Und die müsst ihr hier auch aufrufen. Habe ich euch, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung verlinkt. Und hier müsst ihr jetzt runterscrollen auf den Punkt Database Image Postgres. Und hier steht jetzt ein, beim Image steht jetzt eine Version. In meinem Fall ist es Version 0.2.0 und das ist jetzt wichtig, die müssen wir uns merken. Denn die Version, die hier steht, müsst ihr hier einfügen. Das müsst ihr dann manuell einfügen. Es kann sein, dass es die gleiche ist, wie jetzt hier bei mir. Kann aber auch sein, dass es nicht die gleiche ist. Dann müsst ihr die eben anpassen, wie sie hier in dieser Docker Compose Production steht. Genau, ansonsten könnt ihr hier eigentlich alles gleich lassen, außer den Port. Hier müsst ihr dann wissen, ob ihr diesen Port schon verwendet oder nicht. Beispielsweise, ich habe diesen Port noch frei, deswegen kann der so bleiben. Ansonsten, wenn ihr hier noch was ändern wollt, bei Postgres Password und User, dann könnt ihr hier natürlich auch die Daten anpassen. Da ich das Ganze hier nur als Beispielinstallation habe, lasse ich das Ganze im Default. Ihr solltet das aber anpassen, vor allem weil es dann noch später über eine Domain verknüpft wird und somit aus dem Internet erreichbar wird. Jetzt können wir hier einfach auf Apply klicken und dann wird das Image hier installiert, also unsere Postgres-Datenbank. Jetzt ist dieser Vorgang abgeschlossen, jetzt können wir auf Done klicken. Und bevor wir jetzt hier Image installieren, gehen wir nochmal auf Shares und das öffne ich jetzt hier in einem neuen Tab und sage hier Add Share und sage hier Photos-Image und klicke hier auf Add Share. Und jetzt klicke ich hier auf Done und ich habe hier übrigens ein Plugin installiert, dies nennt sich Dynamics File Manager, das könnt ihr auch einfach im Apps Tab installieren. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit hier eben direkt in eine solche Übersicht zu kommen und hier lade ich jetzt einfach mal ein Bild hoch, damit hier schon mal etwas drinnen ist. So, hier ist jetzt einfach ein Bild von Unsplash reingeladen und dann können wir weitermachen. Wie schon gesagt, jetzt installieren wir Image und dafür klicken wir hier einfach auf Install. Jetzt wählen wir hier einen Branch aus und ich sage hier Latest und damit sind wir jetzt hier drin. Und hier müssen wir jetzt wirklich eine Menge anpassen, denn beispielsweise ich möchte das Ganze ja aus dem Internet erreichbar machen, deswegen stelle ich den Network Type auf Proxynet um. Für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, warum man das Ganze macht, warum man es in ein externes Netzwerk packt, dann guckt euch jetzt bitte das Video, was ich euch oben in der Infokarte verlinkt habe, an. Da erkläre ich euch das Ganze, wie ihr das einstellen könnt und wofür ihr das vor allem braucht. Das ist kurz gesagt einfach sicherheitsrelevant. Genau, also ich stelle es hier auf Proxynet um. Dann die Web UI ist jetzt hier unter dem Port verfügbar. 8080 ist der Standardport. Ich nehme jetzt hier einen anderen. Als nächsten Punkt haben wir den Photopath. Und das ist jetzt der Share, der in unserem Fall hier zu finden ist. Slash Mount, slash User, slash Photos, unterstrich Image. Als nächsten Punkt kommt hier der Path Import. Und da habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Den könnt ihr entweder leer lassen oder ihr könnt den gleichen Path nehmen wie den hier. Und das mache ich auch, weil wie
schon gesagt, ich habe hier ein Foto drin und das möchte ich direkt importieren. Oder ihr könnt ja auch einen anderen Path angeben, dann werden automatisch alle Bilder und Videos eben davon importiert. Kommen wir jetzt zum PostgreSQL Port. Und das hier ist jetzt dann die IP-Adresse von unserem Server, also 102.168.178.56 in meinem Fall. Da nehmt ihr dann natürlich eure IP-Adresse, der DB-Username, das DB-Passwort und der Database-Name. Ist, wenn ihr hier nichts angepasst habt in dem Docker, den wir als erstes installiert haben, ist das hier gleich. Ansonsten müsst ihr hier eben genau die Daten eingeben. Der Redis-Host-Name, dadurch, dass wir den jetzt eben in diesem Docker verwenden, ist localhost. Der Database-Port von PostgreSQL ist in meinem Fall 5433, den haben wir auch im Docker davor festgelegt. Der Redis-Port bleibt gleich, wenn wir den hier im Localhost verwenden. Ansonsten, wenn ihr hier einen anderen Redis-Docker verwendet, also sprich, hier steht eure IP-Adresse, beispielsweise von eurem Android, müsst ihr hier natürlich den Redis-Port nehmen, den ihr dafür verwendet. Redis-Password bleibt, wenn ihr es bei Localhost habt, leer. Und ansonsten Machine Learning GPU Acceleration. Wenn ihr hier zusätzlich eine GPU verwendet von Nvidia beispielsweise und die eben hier für Machine Learning verwenden wollt, dann könnt ihr die hier einfügen. Ich habe das nicht, deswegen kann ich das auch nicht zeigen, wie es funktioniert. Deswegen, wenn ihr das nicht verwendet, lasst ihr das hier einfach so, wie es ist. Dadurch, dass wir jetzt noch hier eben Localhost verwenden beim Redis-Port, scrollen wir nochmal ganz nach oben und müssen uns das hier kopieren. Und dann scrollen wir runter, gehen auf Add Another Path Port, sagen hier Variable, sagen Redis. Der Key ist Docker Mods und quasi ab diesem ist gleich ist das dann der Value. Und dann können wir hier jetzt einfach auf Add klicken. Und jetzt sollte alles eingerichtet sein. Jetzt klicken wir auf Apply und auch das Image wird jetzt installiert. Auch Image ist jetzt installiert und klicken wir auf Done. Und jetzt gehen wir unter dem Tab Docker auf von Basic View auf Advanced View. Und als nächstes sagen wir bei Image Autostart on, sagen wait 10 seconds und sagen auch bei PostgreSQL Image auch Autostart. Und diese 10 Sekunden, die wir jetzt eingestellt haben bei Image, sollen einfach dafür sorgen, dass zuerst die Datenbank gestartet wird und dann erst Image. So kommt es auf jeden Fall nicht zu Problemen. Und jetzt können wir einfach bei Image auf Web UI klicken und dann sehen wir hier schon den Welcome Screen von Image. Hier sagen wir jetzt Getting Started und müssen uns jetzt hier einen Administration Account einrichten. Hier wählen wir jetzt einfach eine E-Mail aus und dann ein Admin Passwort. Das Ganze muss jetzt noch bestätigt werden und den Namen können wir auch noch auswählen. Dann können wir auf Sign Up klicken und können uns jetzt einloggen, indem wir hier unsere E-Mail eintragen und das Passwort eingeben. Und jetzt sind wir hier angemeldet. Jetzt können wir hier ein Theme auswählen und ihr könnt hier entweder zwischen Light oder Dark wählen. Ich sage hier Dark Mode, Storage Template. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt aktivieren. Ich klicke jetzt hier einfach auf Done und lasse es deaktiviert. Und jetzt sehen wir hier Settings Saved und wir sind in der Oberfläche von Image drin. Damit hat die Installation schon einmal funktioniert. Und was wir jetzt noch als letztes machen, ist eben hier die Bilder importieren, die wir jetzt eben hier noch in unserem Share drin haben. Und dafür müssen wir erstmal einen API-Key erstellen, denn das können wir hier nicht im Image in der Web-UI machen, sondern das Ganze muss übers Terminal gehen. Und da man sich da erst verifizieren muss, dass man hier eben den Account besitzt, gehen wir erstmal auf unser Profil, dann auf Account Settings und gehen hier unter dem Punkt API Keys auf New API Key. Und den können wir jetzt so nennen wie Import oder sowas, das ist komplett egal. Klicken wir auf Create und diesen API Key können wir uns nun kopieren, klicken auf Done und sehen den hier. Jetzt gehen wir in Docker auf Image, auf Console und sagen hier jetzt Image Login-Key. Und dann http://, jetzt die IP-Adresse von unserem Unraid-Server, das ist in meinem Fall die 122.168.178.56 und Doppelpunkt jetzt den Punkt von unserem Image-Container. Und also hier seht ihr die IP-Adresse von Unraid und in unserem Fall ist das hier 8980 und dahinter kommt jetzt einfach der API-Key. Und jetzt klicken wir Enter und sehen hier, dass wir mit unserer E-Mail eingeloggt sind. Und den Ordner, den ich jetzt importieren möchte, dafür müssen wir hier nochmal in Docker gucken, denn wir haben hier ja unter /import eben diesen Pfad hier eingerichtet. Und genau den hier nehmen wir jetzt auch und dafür geben wir einfach ein image upload minus minus
Reclusive für rekursiv, also dass alles eben reingeladen wird. Und jetzt slash import, weil wir das ja hier ebenso gemountet haben, dass slash import auf slash mount slash user slash photos unterstrich image geroutet ist. Und dann klicken wir auf Enter. Das Ganze sollte man natürlich nicht falsch schreiben, es ist ja schließlich recursive. Jedenfalls die Befehle findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung, damit euch hier nicht sowas passiert. Jetzt klicken wir einfach Enter. Und bei mir waren ja nicht viele Bilder, beziehungsweise nur eins. Und deswegen ging das hier auch eben so schnell und wir sehen successfully uploaded one asset. Genau, wenn es bei euch natürlich ein bisschen mehr Bilder sind, dann dauert das auch eine gewisse Zeit. Aber so funktioniert das auf jeden Fall. Jetzt können wir wieder zurück in Image und gehen jetzt hier einfach mal auf die Seite und sehen hier, unser Bild wurde importiert. Ja, genau. Und das war jetzt dann auch wirklich die Installation von Image. Jetzt geht es allerdings noch um Punkte wie beispielsweise, es gibt eine App zur Image. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Dafür braucht ihr allerdings dann eine Domain, damit das Ganze hier eben schön gemanagt werden kann. Und dafür müsst ihr auf den Punkt Administration und geht hier auf Settings. Und hier geht ihr jetzt auf Server Settings und hier könnt ihr dann jetzt eben eure Domain eintragen. Und dafür stelle ich jetzt mal schnell eine Domain und die Domain tragt ihr jetzt hier eben ein. Dann könnt ihr hier noch eine Welcome Message hier hinzufügen, wenn ihr wollt. Und dann klicken wir auf Save. Info Settings saved und dann sollte das Ganze jetzt funktionieren. Bei mir funktioniert jetzt auf jeden Fall eine Domain und ich installiere mir jetzt mal die App. Ich kann euch das jetzt leider nur anhand von iOS zeigen, aber auf Android wird die Installation ja ziemlich gleich sein. Dafür bin ich jetzt hier auf mein Handy geswitcht und hier gehe ich jetzt in den App Store und suche hier jetzt einfach mal Image. Und hier ist das gleich das zweite Ergebnis, da klicke ich jetzt auf Laden. Das Ganze muss jetzt bestätigt werden. Und dann wird das Ganze jetzt hier installiert. Und jetzt klicken wir hier auf Öffnen. Und ja, Image darf hier Benachrichtigungen senden, könnt ihr natürlich individuell hier anpassen. Dann brauchen wir jetzt die Server-URL. Und die Server-URL ist ja https://. Und jetzt eben die Domain, die wir hier oben haben. Also in meinem Fall image.easytech.tech. Weitere Einstellungen müssen wir jetzt hier nicht treffen, deswegen klicken wir jetzt einfach auf Weiter. Und jetzt müssen wir uns hier anmelden mit den Anmeldedaten. Und dann sollten wir hier nun das sehen. Und hier sind wir jetzt eben in diesem Dashboard drinnen und haben jetzt hier die Möglichkeit über diese Wolkensymbol hier, eben hier, dass man die Berechtigung erteilt, um eben auf Fotos und Videos zuzugreifen, damit das Ganze hier nämlich, also wenn wir jetzt hier auf Berechtigung erteilen klicken, wenn ihr jetzt nun hier alle Sachen erteilt habt, dann könnt ihr bei gesicherten Alben, könnt ihr auf Auswählen klicken und habt jetzt die Möglichkeit, welche Alben ihr hier eben synchronisieren lassen wollt. Und ich nehme jetzt beispielsweise mal nur die Favoriten, klicke also auf Favoriten, gehe zurück und sehe jetzt hier, 35 Elemente sind verbleibend, Gesamt sind 35 und die Sicherung sind aktuell noch 0 Elemente und sehe hier unten den Fortschritt. Klicke hier auf Sicherung starten und sehe jetzt, dass die Bilder nach und nach hochgeladen werden. Trotzdem breche ich das Ganze jetzt hier mal ab. Und hier sieht man jetzt eben, dass hier eben die Bilder übernommen wurden. Und zwar in der App habt ihr hier nämlich eben die Möglichkeit, eure Fotos so anzugucken hier. Das finde ich, wie ich finde, ganz cool ist. Und hier habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, Bilder zu suchen. Die könnt ihr dann nämlich sortieren nach zum Beispiel der Karte, wo eben dieses Bild aufgenommen wurde. Hier sind jetzt eben noch keine Daten mit diesen Daten vorhanden, aber sowas würde gehen. Ihr könnt nach Personen suchen, wenn auf dem Bild Personen sind. Die werden von Image übrigens meistens automatisch erkannt und die könnt ihr dann beschriften. Das ist eigentlich ganz cool, eben sowas wie Google Fotos. Sonst Kategorien gibt es auch noch Videos und Live-Fotos. Ansonsten könnte man das Ganze natürlich auch teilen hier. Ansonsten gibt es hier noch Bibliotheken. Die kann man hier sich dann eben schön sortieren. Soweit schon mal zur App. Und ein Image hier auf der Web-Oberfläche sieht das natürlich ähnlich aus. Hier hat man dann nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Man kann hier eben dieses Explore machen oder auch sich das Ganze auf der Map anzeigen lassen. Dieses Explore wäre mit den nach Menschen sortiert. Dann Map quasi die Karte und Sharing hier eben auch das Teilen. Und dann hat man hier eben noch die ganze Bibliothek hier eben, also die Library. Man sieht nochmal, wie viel Speicherplatz frei ist und wie der aktuelle Status vom Server ist. Ansonsten kann man hier eben Bilder hochladen und man hat hier, wie schon gesagt, eben die ganzen Einstellungen für Administration und so weiter. Aber das soll jetzt eben dieses Video gewesen sein über Image, wie ihr das Ganze auf Android installieren und einrichten könnt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vor allem weitergeholfen. Wenn ja, dann könnt ihr mir das doch jetzt gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und weitere Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gerne meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.